So, ich habe jetzt hier den Jan-Christian Schröder bei mir, Großmeister vom SV Hofheim. Heute ein ganz großer Erfolg für ihn, denn er hat Remis geschafft gegen Levon Aronian und das auch noch mit den schwarzen Steinen. Für mich sah das sogar ziemlich locker aus. Wie ist das aus seiner Sicht gelaufen heute, diese Partie? Ja, lief eigentlich sehr gut. Ich wurde in der Öffnung überrascht. Er hat irgendwas gespielt, was ich nicht so gut kannte. Dann habe ich auch 40 Minuten verbraucht. Aber er hat mir dann in der Analyse schon gesagt, dass das ungefähr die erste Linie vom Computer ist und wohl recht solide dann alles. Und es war halt auch alles dann sehr forciert. Und dann habe ich recht schnell eine bequeme Stellung bekommen und dann, denke ich, auch relativ präzise weitergespielt und dann auch relativ früh das Remis bekommen. Die ganze Saison lief ja für dich herausragend, muss man sagen. Du hast am Spitzenbrett hauptsächlich gespielt bei Hofheim und noch ein bisschen am Brett 2, je nachdem, wer da war. Du hast 7 aus 13 plus 1, plus 1, 7 aus 13, also ein Riesenscore, plus 20 Elo-Punkte, bist jetzt fast schon an die 2-6 ran irgendwie. Läuft also ziemlich gut für dich. Ja, also die Saison lief wirklich sehr gut. Also sieht jetzt natürlich mit dem Ergebnis sehr gut aus. Waren auch ein, zwei eher glücklichere Siege, wie zum Beispiel die erste Partie hier in Berlin, wo ich sicherlich ein bisschen Glück hatte. Aber klar, die Saison lief für mich perfekt, hätte ich mir besser nicht erhoffen können. Und für den Verein lief es natürlich auch sehr gut. Letztendlich hat Hofheim den Klassenhalt ziemlich sicher geschafft. Spielst du eigentlich weiter nächstes Jahr für Hofheim oder gibt es da schon Angebote von höherrangigen Vereinen? Also Stand jetzt sieht es sehr stark danach aus, dass ich nächste Saison wieder für Hofheim spiele. Das hört sich an wie so ein Bundesliga-Trainer an, Nico Kovac, Stand jetzt irgendwie und dann ist er bei Bayern München. Aber wir gehen mal davon aus, dass es im Schach ein bisschen anders läuft. Nochmal zu dir. Ich weiß, ich kenne dich ja persönlich, du studierst in Hamburg, Jura. Schach, welchen Stellenwert nimmt Schach jetzt inzwischen für dich ein? Ja, also es hat sich schon sehr geändert, weil 2016, 17 war ich ja ein Jahr wie ein Schachprofi im Prinzip und jetzt studiere ich. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Meine Eröffnungsvorbereitung leidet darunter. Oft habe ich Probleme in der Eröffnung. Auf der anderen Seite, was ein großer Vorteil, kann man irgendwie entspannter in die Partie gehen, ohne nicht mit so viel Druck. Und deswegen, also Schach ist für mich nur noch ein Hobby, aber macht sehr viel Spaß und ich freue mich natürlich dann immer, wenn ich zum Beispiel hier in der Bundesliga spielen kann. Naja, Hobby ist noch ein bisschen untertrieben. Ja. Du spielst ja auch Turniere, ne? Und im Prinzip, wenn du jetzt langsam an die 2-6 ranklopfst, hat man nicht so ein bisschen im Hinterkopf auch den Gedanken, Nationalmannschaft mal zu spielen? Also klar, ich meine, ich würde sehr gerne meine Nationalmannschaft spielen. Aktuell bin ich sicherlich noch zu schwach. Also ich denke, das geht erst bei 2-6 plus, kann man sich überhaupt Gedanken machen. Und es scheint ja auch so zu sein, dass die Spieler der Nationalmannschaft eigentlich alles Profis sind, bis auf vielleicht Matthias. Und das werde ich halt nicht sein. Von daher, ich sehe da nicht so große Chancen für mich, aber das ist auch nicht schlimm. Alles klar, Jan-Christian. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der Bundesliga und generell und danke fürs Interview. Danke.